Herzlich willkommen zum Programm heute. Ich werde Ihnen ergänzend zur letzten Woche einige Literaturempfehlungen noch geben. Zudem anschließend auf einige, wie ich meine, relevante Zeitschriften hinweisen und dann übergehen im Grunde zur zweiten Lektion, wo es geht darum, sich dem anzunähern, was unter sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder Sozialarbeit verstanden werden kann. All diejenigen, die schon am Wochenende, ganz viele auch gestern Abend, fleißig waren und sich der Hausaufgabe gestellt haben, recht herzlichen Dank. Was war das für ein Pfeifen? All diejenigen, die das bisher versäumt haben, weil sie das aufgrund der Anstrengung in der ersten Woche nicht realisieren konnten, ja, die möchte ich ermuntern und ermutigen, vielleicht doch noch mal zu schauen, ob sie nicht eine Möglichkeit finden, zu beantworten, die Frage. Und nochmals der Hinweis, es ist nicht verpflichtend, aber wir werden auf jeden Fall die einzelnen Aufgaben und die Nina Thiene, glaube ich, macht es ebenso, am Ende des Semesters bei der Klausur mit heranziehen. Also, wer noch eine Möglichkeit findet, der möge doch bitte diese Hausaufgabe beantworten. Zweitens, von einigen von Ihnen, insbesondere die im Kernstudium oder im Rahmen des Kernstudiums diese Veranstaltung besuchen, habe ich, wie nicht anders zu erwarten, insbesondere eine Frage bekommen. Vielleicht war ich da in der letzten Woche nicht deutlich genug. Es gibt ja unterschiedliche Formen, eine Prüfung, eine Studienleistung zu absolvieren. Das hängt jeweils auch davon ab, nach welcher Prüfungsordnung Sie im Lehramt studieren. Für diese Veranstaltung gilt folgende Regelung: Wenn Sie eine Modulprüfung absolvieren möchten, dann haben Sie die vollständige Klausur mitzuschreiben. Wenn Sie nach alter Prüfungsordnung eine Modulteilprüfung ablegen wollen, haben Sie eine abgespeckte, auf höchstens 45 Minuten reduzierte Klausur zu absolvieren. Und diese Regelung, und das waren die Fragen, die mich auch erreichten, diese Regelung trifft auch auf all diejenigen zu, die eine Studienleistung über und im Rahmen dieser Veranstaltung im Rahmen des Lehramtes absolvieren wollen. Punkt. Haben Sie darüber hinaus noch Fragen? Eine Meldung hatte ich schon. Bitte. Ja. Haben Sie das alle verstanden? Die Frage ging dahin, ob dann der Stoff, der in dieser Veranstaltung aufgerufen wurde und besprochen wurde, Gegenstand der Klausur ist. Und diese Frage habe ich mit Ja beantwortet. Haben Sie weitere Fragen? Anmerkungen? Wenn dem nicht so ist, dann steige ich ein. Wahrscheinlich wurden und werden Sie in den kommenden Wochen weiterhin mit unterschiedlichen Literaturempfehlungen konfrontiert. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Literatur, die Sie genannt bekommen, auch immer als die wichtige ausgegeben wird. Möglicherweise ist es so, dass Sie in der Lage sind, die meisten Literaturempfehlungen auch geflissentlich zu ignorieren. Vielleicht auch, weil Sie darauf hoffen, dass danach nie wieder gefragt wird.
Damit haben Sie möglicherweise recht. Damit gefährden Sie möglicherweise auch nicht unbedingt Ihren Studienerfolg. Ob das eine kluge Entscheidung ist, sich derartig von dem Literaturstudium abzusetzen, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich würde auch bezweifeln, dass es eine kluge Entscheidung ist, sich über die Veranstaltung hinaus nicht auch parallel und fordernd mit grundlegenden Texten, Einführungen, Kommentierungen auseinanderzusetzen. Ein Studium und auch das Studium hier in der sozialen Arbeit, und das betrifft die Lehrämter wahrscheinlich ebenso, ist sehr stark über themenzentrierte Seminare organisiert. Sie können und besuchen einführende Veranstaltungen, aber diese einführenden Veranstaltungen sind in ihrer Grundkonzeption, soweit ich diese kenne, doch sehr einführend und nicht vertiefend. Das Studium spätestens ab dem dritten Semester ist im Kern schon ein vertiefendes Studium und die Grundlagen und die Breite des Faches der sozialen Arbeit und auch der Teildisziplinen, die werden Sie über die besuchten Seminare nur annähernd, aber keineswegs vollständig abdecken können. Von daher, wenn Sie Zeit haben, Zeit finden, motiviert sind, Spaß haben oder einfach Interesse daran, sich breiter aufzustellen, dann ist ihm empfohlen, parallel sich auch mit Texten auseinanderzusetzen, die soziale Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zum Gegenstand haben und unterschiedliche Fragen aufrufen, vertiefen oder sich damit auch aufgrund von empirischen Untersuchungen auseinandersetzen. Ich möchte Ihnen in den nächsten knapp 10 Minuten vielleicht noch einige Grundlagentexte nennen, ohne jetzt im Einzelnen genau zu sagen, welchen ich jetzt empfehle, den Sie unbedingt jetzt anschaffen sollten. Konfrontiert werden Sie im Verlaufe des Studiums unter anderem immer wieder mit Fragen der empirischen Forschung. Weitestgehend ist es so, dass in den entsprechenden Modulen in diesem Studiengang Sie animiert aufgefordert werden sollen, sich insbesondere auch mit qualitativen Methoden zu beschäftigen. Qualitative Methoden, das ist ein breites Spektrum, es geht von der Ethnographie über Gruppendiskussionen, über Dokumentenanalysen, biografische Interviews, themenzentrierte Interviews, Experteninterviews, evaluativen Verfahren bis hin im Grunde auch zu quantitativen Auswertungen von qualitativem Material. Ein Verfahren, das eine Mischung darstellt zwischen statistischen, über Zahlen operationalisierten, in Zahlen sich spiegelnden Daten und eben qualitativen, vornehmlich in Texten sich ausdrückenden Materialien über das Feld. Eine, wie ich finde, zugängliche, sehr gut strukturierte Einführung in die qualitativen Methoden stellt das Handbuch von Ingrid Miethe und Karin Bock dar, das im Verlag Buderich in Opladen erschienen ist und, wie es dann auch naheliegend ist, Handbuch der qualitativen Methoden in der sozialen Arbeit heißt. Ich werde in dieser Vorlesung immer wieder einzelne Namen erwähnen. Viele können Sie vergessen. Einige sollten Sie vielleicht behalten. Es gibt kleinere Studien, die haben danach gefragt, und zwar Berufstätige,
wen Sie denn kennen, der über die soziale Arbeit schon mal geschrieben hat. Und Sie dürfen raten, die Antworten, die da kamen, die waren nicht so vielfältig. Ich finde, man sollte, man muss kein Name-Dropping betreiben, aber einige Namen, die sich in diesem Feld wissenschaftlich engagiert haben, die sollte man vielleicht kennen. Vielleicht darüber hinaus auch einige Namen, die in der Geschichte der sozialen Arbeit an besonders prominenter Stelle sich in der Politik oder aber auch in der Praxis der sozialen Arbeit, in den Ämtern, vornehmlich aber in den Wohlfahrtsverbänden, in besonders herausgehobener Form engagiert haben. Eine Übersicht darüber bis Ende des letzten Jahrhunderts, wer, wie, wo, an welcher Stelle in der sozialen Arbeit sich engagiert hat, eine Übersicht, die weit über die Daten, die ich in Wikipedia finde, hinausgeht, ist die von Meyer vorgelegte Arbeit, Who is Who in der sozialen Arbeit. Die soziale Arbeit stellt im Konzert der Profession, die sich pädagogisch, helfend, betreuend, mit inklusiven Absichten Menschen zuwenden, ein, wenn auch das größte Handlungsfeld dar. Es gibt weitere Handlungsfelder im Konzert der Erziehungswissenschaften, der Pädagogik angesiedelt, die sich mit außerschulischen Handlungsfeldern beschäftigen. Eine gute Übersicht über die Arbeits- und Handlungsfelder der Erziehungswissenschaft von der Kindertageseinrichtung bis zur Altenarbeit über Forschung bis hin zur Lehre bietet das von Heinz-Hermann Krüger und Thomas Rauschenbach herausgegebene Buch Einführung in die Arbeitsfelder der Erziehungswissenschaft. Zwei ältere Einführungen möchte ich besonders erwähnen. Das ist die Einführung von Klaus Mollenhauer, gut 150 Seiten stark, das erste Mal in der ersten Hälfte der 1960er Jahre aufgelegt. Die Einführung von Klaus Mollenhauer ist nicht nur die erste Einführung, sondern Klaus Mollenhauer hat in seiner Einführung, ich werde im weiteren Verlauf der heutigen Sitzung darauf noch mal kurz zurückkommen, eine erste historische und auch theoretische Verortung vorgelegt, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, womit sollte und womit beschäftigt sich soziale Arbeit in modernen Gesellschaften. Diese Einführung in die soziale Arbeit ist in der Regel relativ preisgünstig im Antiquariat zu erhalten. Es ist auch nicht entscheidend, ob Sie eine Ausgabe erwischen von 63 oder die von 98 ist sie, glaube ich, nein, von 93. Der Unterschied zwischen den einzelnen Ausgaben liegt lediglich darin, dass sie ergänzt wurde um jeweils neuere Vorwörter von Personen, die diese Einführung kommentieren. Amüsant zu lesen ist insbesondere die Einführung, die gleichzeitig eine historische Übersicht darstellt, von C.W. Müller. C. Wolfgang Müller ist jemand, der alle Fragen oder die meisten Fragen zumindest von sozialer Arbeit in seinen Publikationen immer aus einer sehr praxisorientierten Perspektive referiert hat. Und von daher ein Buch, das man auch nicht nur am Schreibtisch, sondern auch an anderen Stellen lesen kann. Theorien der Sozialpädagogik gibt es überraschenderweise nicht sehr viele.
Eine, auch wenn sie jetzt schon etwas älter ist, hat Michael Winkler vorgelegt. Und ich würde sagen, es ist immer noch die grundlegendste Einführung. Michael Winkler hat in seiner Theorie der Sozialpädagogik zwei Zugänge. Zum einen setzt er sich mit der Frage auseinander, wo soziale Arbeit überhaupt stattfindet. Und zum Zweiten greift er die Frage auf, wer ist der Adressat von sozialer Arbeit und worüber definiert sich soziale Arbeit? Und er kommt zu dem vielleicht für Sie wenig überraschenden in der Diskussion, aber immer wieder diskutierten Ergebnis, es ist das Subjekt. Andere haben andere Lösungen und sagen, es ist die Organisation, es ist das Gemeinwesen, der Sozialraum, das Amt oder eben der Prozess der Initiierung von Hilfe, von Erziehung oder von Bildung selbst. Michael Winkler sagt, es ist das Subjekt und begründet das mit relativ guten, wie ich finde, Argumenten. Böhnisch, Lothar Böhnisch hat eine der wenigen Übersichtswerke neben Arbeiten von Kirsten Ahner, die ja, wie Sie vielleicht schon erfahren haben, hier am Fachbereich lehrt, vorgelegt, wo er insgesamt die unterschiedlichen Altersstufen und Generationen zum Gegenstand von Diskussionen macht. Und er plädiert in diesem Werk dafür, dass von den Kinderkrippen über Kindertageseinrichtungen bis hin zu den Altenheimen man von Frau auch von einer Sozialpädagogik der Lebensalter sprechen sollte und die einzelnen auf das Alter bezogenen Formen von sozialer Arbeit jeweils keine eigenständigen Bereiche begründen. Von daher, es gibt auch neuere Formen, aber auch hier gilt, wenn Sie es im Antiquariat irgendwo sehen und es relativ preisgünstig erwerben können, die Neuerungen, die sind eher peripherer Art und bei diesen Büchern kann man sich jeweils auch mit einer älteren Ausgabe durchaus anfreunden. Ein Standardwerk der Auseinandersetzung mit den Methoden der sozialen Arbeit ist das Buch mit gleichnamigem Titel von Michael Galuske. Es liegt inzwischen, glaube ich, in der 8. oder 9. Auflage vor und in einer gut übersichtlichen, sehr annehmlich gestalteten Form werden die einzelnen der Methoden der sozialen Arbeit recht additiv hintereinander kurz beschrieben und ergänzt über jeweils neuere, jüngere Literaturhinweise. Die Methoden der sozialen Arbeit von Michael Galuske erscheinen immer noch im Belz Verlag, Juventa Verlag, in Weinheim und München. Drei historische Arbeiten möchte ich Ihnen empfehlen, beziehungsweise wenn Sie sich mit historischen Fragen beschäftigen, nahelegen. Es ist zum einen die Arbeit von Richard Münchmeier und Sabine Hering, Geschichte der sozialen Arbeit. Zum Zweiten die Geschichte der sozialen Arbeit von Wolf-Rainer Wendt und zum Dritten die eher auf die Berufsgeschichte orientierte Arbeit von Christoph Sachse, Mütterlichkeit als Beruf. Wer sich tief mit Fragen der Geschichte beschäftigen möchte, dem würde ich empfehlen, sich die zwei oder drei Bände von Wolf-Rainer Wendt anzuschaffen. Wer einen Überblick erhalten möchte über die Berufsgeschichte, über Episoden aus dem Alltag der sozialen Arbeit,
insbesondere in den 1920er, 1950er und auch 1960er Jahre, dem würde ich den etwas dünner gestalteten Band von Münchmeier und Hering empfehlen. Und wer sich mit Professionsgeschichte beschäftigen möchte, mit dem Werden der sozialen Arbeit aus dem Feld der Ehrenamtlichkeit heraus bis hin zu Verberuflichung, der sei darauf hingewiesen, dass eine entsprechende Geschichte von Christoph Sachse vorgelegt wurde. In keinem anderen pädagogischen Feld, auch nicht in der Soziologie, soweit ich informiert bin, in der Psychologie, gibt es ein derartig breites Spektrum an Fachzeitschriften, die sich mit Handlungsfragen direkt auseinandersetzen. Die meisten Zeitschriften der sozialen Arbeit, die präsentieren sich nicht als Theoriezeitschriften, sondern die präsentieren sich als Zeitschriften der Praxis. Dies trifft zu für die Zeitschrift Sozial Extra, die inzwischen 6-mal im Jahr erscheint im Verlag für Sozialwissenschaften. Hier in dieser Zeitschrift findet eine Konzentration in zweifacher Art und Weise statt. In einem ersten Teil geht es bislang darum, dass berufspraktische Fragen in dieser Zeitschrift diskutiert werden. Und in einem zweiten Teil werden in der Regel praxisbezogene, konzeptionelle Fragen der sozialen Arbeit diskutiert. Eine ähnliche Mixtur und inhaltliches Profil zeigt die Zeitschrift Das Sozialmagazin, die inzwischen auch, ich glaube, 6- oder 8-mal im Verlag Belz Juventa in Weinheim und München erscheint. Die Zeitschrift Sozialmagazin ist neben der Zeitschrift Sozial Extra, das sind die beiden kritischen Zeitschriften, die sich mit sozialer Arbeit beschäftigen. Herzlich willkommen, auch du mit dem Schnulli. Aber wenn du gut zuhören willst, würde ich, glaube ich, den Schnulli rausnehmen. Aber du hast recht, wenn man den Schnulli im Mund hat, dann ist man immer ruhig und das war ein deutliches Signal. Ebenfalls mit praktischen Fragen beschäftigt sich die Zeitschrift Jugendhilfe und beschäftigt sich auch die hier nicht aufgelistete Zeitschrift Unsere Jugend. Die Titel der beiden sind vielleicht nicht gerade besonders prickelnd. Das trifft auf einige andere Zeitschriften auch noch zu, wie zum Beispiel auf die Zeitschrift Deutsche Jugend, wo man ja auch erstmal vermutet, dass hier eher ein doch eher konservatives Milieu möglicherweise aufgerufen und entsprechend in der Zeitschrift auch argumentiert wird. Nein, die Titel verdanken sich eben auch der Tatsache, dass sie relativ alt sind und die jeweiligen damit assoziierten Verbindungen so ohne weiteres in den Zeitschriften, in den Texten sich nicht wiederfinden. Also Sozialmagazin, Sozial Extra, Unsere Jugend, für die Jugendarbeit, Deutsche Jugend und Jugendhilfe, das sind zentrale praktische Zeitschriften, die auch in der Bibliothek vorrätig sind. Sozial Extra und Sozialmagazin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ab dem kommenden Jahr, die können Sie auch jeweils über Ihren Universitätszugang auch online lesen. Die Zeitschrift Neue Praxis, ebenso wie die Zeitschrift für Sozialpädagogik. Beide Zeitschriften stellen eine Mischung dar zwischen eher theoretischen Zugängen und Fragen, die in der Praxis der sozialen Arbeit prominent diskutiert werden.
Beide Zeitschriften sind auch in der Bibliothek vorrätig und ich würde Ihnen empfehlen, wie bei anderen, allen anderen auch, schauen Sie sich diese doch mal an. Eine vornehmlich theoretische Frage diskutierende Zeitschrift ist die Zeitschrift Soziale Passagen aus soziologischer, psychologischer, erziehungswissenschaftlicher und einer genuinen sozialpädagogischen Perspektive werden in dieser Zeitschrift zweimal im Jahr relevante, gegenwärtig diskutierte Fragen aufgegriffen und zumeist auch über empirische Daten mit Bezug auf Forschungsprojekte diskutiert. Die Zeitschrift erscheint im VS Verlag für Sozialwissenschaften, also ein Verlag, über den Sie online ja auch ganz schnell zugreifen können. Darüber hinaus möchte ich Ihnen wärmstens, soweit das möglich ist, empfehlen, zumindest in Ihrer wöchentlichen, monatlichen Durchsicht durch die Zeitschriften auch zwei Zeitschriften anzusehen, die aus dem Feld der Erziehungswissenschaft kommen. Das ist die Zeitschrift für Pädagogik und es ist die Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Insbesondere, wenn Sie empirisch orientiert in Ihren Hausarbeiten und sonstigen Arbeiten argumentieren wollen, empfehle ich diese beiden Zeitschriften und da insbesondere die ZFE. Ziel Ihrer Beschäftigung mit Literatur könnte es sein, dass Sie im Dschungel der vielen Verlage die Verlage langfristig identifizieren lernen, die im Kern durchgängig oder immer wieder Fragen der sozialen Arbeit diskutieren. Die Verlage, die hier aufgelistet sind, das sind die Verlage, bei denen man in der Regel davon ausgehen kann, dass die dort publizierten Beiträge, Bücher, die dort herausgegebenen Zeitschriften auch zitationsfähig sind. Das trifft auf andere Verlage sicherlich auch zu, wie den Surkamp Verlag. Aber inzwischen, die Verlagslandschaft ist relativ unübersichtlich. Das Publizieren ist anders als noch vor 6, 7 Jahren inzwischen keine Frage mehr der Kosten. Bücher sind teuer, aber das Publizieren und das Buchauflegen selbst hat für die Verlage immer noch einen enormen Kostenfaktor zu bewältigen, aber es ist insgesamt einfacher geworden. Das hat zur Folge, dass es auch zunehmend mehr Verlage gibt. Ich mache das selbst auch so, bei meiner Literaturrecherche für Arbeiten auch immer auf den Verlag gucken. Und auch über eine Adressierung des Verlages versuchen zu identifizieren, ob das, was jeweils vorgelegt von mir gekauft werden möchte, auch seriös ist. Zum Schluss ein Hinweis zumindest auf drei Suchstationen im Netz. Wer sich aktuell umfassend über neuere Bücher informieren möchte, den möchte ich auf die Seite, auf die Plattform, die hier zuerst genannt ist, von Sozialnet hinweisen. Ich habe diese Plattform auch erst kürzlich entdeckt, dass dort pro Tag 4, 5, 6 Bücher besprochen werden, also neuere Bücher vorgestellt werden.
Ich kenne keine andere Plattform, keinen anderen Ort, weder in der gedruckten noch in der digitalen Fassung, wo derart schnell, umfassend auf neue Literatur zu Fragen der sozialen Arbeit verwiesen wird. Die Rezensionsplattform auf der Plattform Sozialnet, oder ich glaube besser ist die Rezensionsseiten, die werden von 2, 3 Kollegen relativ gut betreut, sodass ich zumindest bislang den Eindruck habe, dass die Rezensionen dort auch einer zumindest schwachen Prüfung und Begutachtung unterliegen, was bedeutet, dass man auf die Angaben weitestgehend, die dort zu den Büchern erfolgen, sich auch verlassen kann. Also Sozialnet, das denke ich, ist inzwischen die Plattform, wo ich relativ schnell mich über neuere Literatur auch informieren kann. Das trifft für andere Bereiche auf dieser Plattform nicht zu. Das Stichwortverzeichnis in Bezug auf Themen finde ich relativ zufällig. Die Suche nach Namen und die dort enthaltenen Verweise sind auch zufällig. Sie beziehen sich nur auf diese Seite und nicht auf andere Stellen. Und die darüber hinaus platzierten berufspolitischen Informationen, da wäre ich auch vorsichtig. Aber die Rezensionsseite ist exzellent. Zwei Fachgesellschaften gibt es für Ihren Bereich neben den Gewerkschaften. Es ist einmal die Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit. In dieser Gesellschaft sind Politikerinnen, Praktikerinnen und Wissenschaftlerinnen der sozialen Arbeit organisiert. Und das Spannende an dieser Gesellschaft ist, dass einmal im Jahr von dieser Gesellschaft auch ein Kongress durchgeführt wird. Und eine zweite Gesellschaft ist die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. In dieser Gesellschaft gibt es die sogenannte Kommission Sozialpädagogik und die veranstaltet alle 2 Jahre einen eigenständigen Kongress. Im nächsten Jahr findet hier in Kassel der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft für alle Bereiche statt. Und darüber hinaus gibt es 2-mal im Jahr 2 kleinere Foren für sozialpädagogische Fragen dieser Gesellschaft. Ich weise ausdrücklich in dieser Form auch auf diese Gesellschaft hin, weil, und jetzt kommt der Werbeblock, für den Kongress vom 13. bis zum 16. März im kommenden Jahr, der vornehmlich in diesen Gebäuden, also im neuen Campus, in den neuen Hörsälen der Universität stattfinden wird, an der ca. 2000 Wissenschaftler aus der Erziehungswissenschaft und Pädagogik teilnehmen werden, werden noch studentische Hilfskräfte gesucht. Die Vorbereitung der studentischen Hilfskräfte, die realisiert sich in diesem Jahr parallel zum laufenden Semester in 2, 3 Seminaren. Daran müssen Sie aber nicht teilnehmen, da für den Kongress und nur für den Kongress für Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch wir insgesamt 120 Studierende suchen, die natürlich gegen Bezahlung bei diesem Kongress, bei der Registrierung, bei der Führung, bei der Betreuung von Räumen, bei der Versorgung, bei den abendlichen Festivitäten sowie bei der Betreuung der Referenten die Kongressorganisation unterstützen. Schauen Sie, gucken Sie unter DGFE Kongress Kassel. Dort finden Sie die Hinweise zu der Organisationsverantwortlichen Salomon Krumme und Sie finden auch, ich glaube, drüben in der Arnold-Bode-Straße 10 die entsprechenden Aushänge für die Stellen,
im Rahmen dieses Kongresses. Gut, Wechsel. Wie kaum eine andere Disziplin, wie kaum ein anderes Praxisfeld, wie kaum eine andere Berufsgruppe kämpft oder beschäftigt sich die soziale Arbeit mit der Frage, was sie im eigentlichen Sinne ist. In der kommenden halben Stunde und in der kommenden Woche dann fortsetzen, möchte ich Sie bekannt machen mit unterschiedlichen Versuchen zu bestimmen, was soziale Arbeit im Kern ausmacht. Ich suche da sehr impressionsartig bei einigen Autoren, die versucht haben, sich der Frage stellten, wie man soziale Arbeit definieren kann. Ich wage einen kurzen Ausschnitt in die Geschichte. Ich beschäftige mich mit der Frage des Unterschieds zwischen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und abschließend, das ist zumindest mein Ziel, möchte ich Sie mit einer Definition von sozialer Arbeit konfrontieren. Der eben von mir schon zitierte, zumindest genannte Klaus Mollenhauer schrieb 1964, also ein Jahr nach seiner Einführung in die Sozialpädagogik, in einem Buch, das hieß Offensive Sozialpädagogik, Folgendes. Jeder Mann verbindet mit dem Wort Schulpädagogik Vorstellungen, die vielleicht nicht allzu grob voneinander abweichen. Jedenfalls weiß jedermann, wovon nach einem solchen Titel in etwa die Rede sein könnte. Von der Schule nämlich und von dem, was in ihr geschieht. Nämlich, wenn auch nicht ganz so gut, geht es bei der Berufspädagogik, vielleicht noch bei der Heilpädagogik. Das ist nun bei der Sozialpädagogik entschieden anders, so führt Klaus Mollenhauer aus. Nicht genug, dass schon das Wort durchaus offen lässt, wovon die Rede sein soll. Als Terminus in der Fachliteratur wird es in sehr verschiedenem Sinne gebraucht, auf jeweils ganz andere Sachverhalte bezogen, als ein Begriff je anderer Art konzipiert. Klaus Mollenhauer benennt damit die Schwierigkeit und er versucht zu definieren, was die Kernfrage der sozialen Arbeit ist. Die Kernfrage, mit der er sich auseinandersetzt, ist, dass Sozialpädagogik anscheinend keineswegs einen abgrenzbaren gesellschaftlichen Raum benennt. Anders als die Schule, anders als die Berufspädagogik, anders vielleicht auch als bislang die sogenannte Behinderten- oder Heilpädagogik, hat die Sozialpädagogik keinen klaren Raum, wo sie stattfindet. Wenn ich Sie fragen würde, dann könnten Sie möglicherweise ganz unterschiedliche Räume benennen. Es ist das Jugendhaus, es ist das Jugendzentrum. Sie würden vielleicht Fürsorgeeinrichtungen, also stationäre Einrichtungen der erzieherischen Hilfen beschreiben. Vielleicht würden Sie sagen, sie findet statt im Kontext von Wohlfahrtsverbänden. Vielleicht würden einige von Ihnen auch noch sagen, das findet doch statt im Jugendamt oder im Sozialamt.
Ich könnte dann diese Liste, wenn sie von Ihnen dann nicht schon komplett vorgelegt wird, auch noch ergänzen. Ja, aber sie findet auch statt im Krankenhaus. Sie findet statt in sozialen Räumen, Gemeinwesen, quasi auf der Straße. Sie realisiert sich spontan an sogenannten gesellschaftlich identifizierten Krisenherden, beispielsweise gegenwärtig in der Flüchtlingshilfe. Festhalten können wir, es gibt keinen Ort, keinen Raum, keinen Platz, vergleichbar mit dem der Schule, wo wir sagen könnten, das ist der Ort der sozialen Arbeit und darüber, über diesen Ort, könnten wir dann auch Sozialpädagogik definieren. Zweitens, nicht nur dieser Versuch scheitert, sondern zuweilen scheitert auch der Versuch, das Fach der Sozialpädagogik genau zu begrenzen, auszuweisen, darzulegen, welche Aufgaben soziale Arbeit in dieser Gesellschaft zu erfüllen hat und diese Aufgaben mit einem Begriff zu charakterisieren. Um es wieder am Beispiel der Schule deutlich zu machen, keiner, hoffe ich zumindest, wird mit guten und klugen Argumenten der Annahme widersprechen können, dass im Kern in der Schule sich Lernen realisiert und dass über die Initiierung von Lernprozessen Schule versucht, den Bildungsauftrag, den die Gesellschaft Schule übertragen hat, nachzukommen. Vielleicht entsteht ein Disput dann, wenn angemerkt wird, aber Schule hat auch einen Erziehungsauftrag. Dann würden die einen einwenden, ja, das war früher mal so, als die Schule noch ein zentraler Ort in der Stadt, insbesondere im Dorf war, und der Schulmeister und später dann die Schulmeisterinnen über den Raum Schule hinaus auch in den regionalen Kontexten eine Aufgabe zu realisieren hatten, nämlich die Erziehung der Stadt- und der Dorfjugend. Aber heute nicht mehr, da konzentriert sich die Aufgabe von Lehrer und Lehrerinnen auf die Schule. Und ob in der Schule selbst Erziehung noch stattfindet, also nicht nur außerhalb nicht, sondern auch in der Schule noch, auch darüber wird gestritten. Es gibt Positionen, die mit vielen Hinweisen sich darauf zurückziehen und sagen, uns geht es nicht um Erziehung, sondern uns geht es darum, dass in den Teilen, die wir zu verantworten haben, und das ist in der Regel der Unterricht, Lernen stattfindet. Das Erziehen selbst ist Aufgabe der Eltern oder anderer gesellschaftlicher Institutionen, aber nicht der Schule. Mit ebenso guten Argumenten widersprechen diese Annahme andere und verweisen darauf, dass Lernen sich erst realisieren kann, wenn selbst auch Erziehung in Schule stattfindet. Aber wie gesagt, das ist ein umkämpftes Feld. Drittens, die soziale Arbeit, die Sozialpädagogik verfügt, und Mollenhauer hat darauf verwiesen, auch über kein klares, präzises Berufsbild. Wir sprechen von Sozialarbeiterinnen, wir sprechen von Sozialpädagoginnen, wir sprechen von den Mitarbeiterinnen in der sozialen Arbeit. Sie wissen, ich weiß, in vielen Feldern, vielleicht der sozialen Arbeit oder etwas anderes, arbeiten auch Erzieherinnen, arbeiten Kinderpflegerinnen und arbeiten auch Personen, die über keine einschlägige, von mir bislang genannte
berufliche Qualifikation verfügt. Das ist in anderen professionellen Arbeitsfeldern anders. Im Krankenhaus, da würden wir sehr schnell einen Konsens darüber erzielen, wer dort arbeitet. Es sind die Pfleger und Pflegerinnen, es sind die Ärztinnen und Ärzte, es sind vielleicht noch diejenigen, die als heilende Zusatzkräfte bezeichnet werden, Ergotherapeutin, Krankengymnastin. Vielleicht fällt auch noch jemand ein, dass ja auch Sozialarbeiterin, zuweilen auch Juristen dort arbeiten. Aber im Kern wird das Krankenhaus über das medizinische Personal definiert. Das Gleiche können wir in Bezug auf Schule oder auch in Bezug auf Gerichte feststellen. Die soziale Arbeit, die Handlungsfelder verfügen nicht über ein einheitliches Berufsbild in Bezug auf diejenigen, die dort arbeiten. Und letztendlich viertens, bei Lehrer und Lehrerinnen ist es das Unterrichten. Bei Ärztinnen ist es das Heilen. Bei Juristen ist es das Verteidigen, das Strafen, zumindest die Mitwirkung an der Durchsetzung von dem, was in dieser Gesellschaft als Recht definiert wird. Es gibt eine Handlungsmethodik, es gibt Methoden, Prozesse, Verfahren, nach denen in diesen Feldern einheitlich gehandelt wird. Im Feld der sozialen Arbeit können wir in dieser Form darauf nicht verweisen. Es geht vielleicht um Helfen, es geht vielleicht um Unterstützen, um präventiv wirken. Es geht vielleicht auch darum, um Inklusion zu ermöglichen, möglicherweise auch um Erziehen, um Planen, vielleicht auch um Bildung. Es sind also ganz viele Begriffe, die jeweils Unterschiedliches auch meinen und ganz andere Intentionen aufrufen. Vielleicht, und auch dafür gibt es Beispiele, werden jeweils die anderen Begriffe der anderen Disziplinen auch noch von der sozialen Arbeit als eigene reklamiert. Einige meinen, auch soziale Arbeit hat bezogen auf das Individuum, das Subjekt, bezogen auf Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere, auch die Aufgabe zu therapieren. Einige meinen, soziale Arbeit hat in Bezug auf Kinder und Jugendliche auch die Aufgabe zu sanktionieren oder zu strafen. Und wenn wir diese folgen, dann hat nicht nur die Schule, sondern auch die soziale Arbeit die Aufgabe, in bestimmten Fällen auch zu heilen. Giesecke ist ein Pädagoge, der an der Universität Göttingen Sozialpädagogik lehrte. Also, soziale Arbeit hat kein klares Verständnis, zumindest dem ersten Eindruck nach, bezüglich der von ihr im Feld der sozialen Arbeit vorzufindenden Interventionsvarianten. Fassen wir zusammen. Es ist sehr diffus anscheinend. Soziale Arbeit hat keinen einheitlichen Ort, wo sie stattfindet. Soziale Arbeit verweist auf kein einheitliches Berufsbild. Soziale Arbeit hat kein klares Verständnis von den Aufgaben. Und letztendlich, soziale Arbeit als Abstraktum hat auch keine Idee, kein Verständnis davon, welches konsensual getragene, von allen auch als entscheidend angesehene Form der Intervention favorisiert wird. Soziale Arbeit ist ein undefiniertes,
diffuses Berufsfeld. Und ich kenne nicht wenige Kollegen, auch in diesem Fachbereich, die Sie genau bei diesem Aufgabenverständnis oder mit diesem Aufgabenverständnis auch entlassen, zuweilen arrogant, manchmal vorwurfsvoll, manchmal beschämend, aber auch mit einer gewissen Lässigkeit und Ratlosigkeit Sie mit dieser Diagnose dann auch entlassen und den Verweis daran anknüpfen, darüber werden Sie über soziale Arbeit nie das erhalten, was Sie im Grunde anstreben, nämlich eine berufliche Identität und vielleicht auch noch einen Habitus, einen Stil, der es Ihnen ermöglicht, über die Studienzeit hinaus auch das Profil von sozialer Arbeit auszufüllen und auch zum Teil Ihrer Identität werden zu lassen. Ich hoffe, mir gelingt es im Verlauf nicht nur heute, sondern insgesamt der Vorlesung deutlich zu machen, dass diese Diagnose vielleicht nicht falsch ist, aber dass man sie damit nicht entlassen muss, dass es mehr gibt als nur Diffusität, dass es durchaus zu den vier genannten hier aufgelisteten Kernbereichen Lösungen gibt, auch Lösungen, die akzeptabel sind und die dazu beitragen können, auch eine berufliche Identität und einen entsprechenden Habitus zu grundieren. Bis dahin aber eine Suchbewegung. Sie kennen vielleicht alle oder viele, einige, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es gibt andere Beispiele, die eine ähnliche inhaltliche Textur zeigen, die illustrieren in der Geschichte auch weit zurückliegend, dass Formen der Hilfe, der Zuwendung und der Unterstützung immer eine gewisse Aktualität hatten. Die Geschichte kurz gefasst, es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho, er wurde unterwegs von Räubern überfallen, ausgeraubt, er hatte nichts mehr und es kamen unterschiedliche Personen vorbei und kümmerten sich nicht um ihn. Ein Priester, ein Levit und letztendlich ein Mann aus Samarien. Als er den Überfallenen bemerkte, versorgte er ihn, setzte ihn auf sein Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich. Als er das Gasthaus verließ, so erzählt die Geschichte, gab er dem Wirt noch etwas Geld und sagte ihm, pflege ihn weiter, wenn du mehr brauchst, dann werde ich es dir bezahlen, wenn du wiederkommst. Drei Fragen schließen sich an diese Geschichte an. Erstens, haben wir es hier möglicherweise, zumindest für den christlichen Sprachraum, mit einer Urszene der sozialen Arbeit zu tun? Findet sich in dieser Geschichte erzählt der Ursprung von sozialpädagogischer Hilfe? Wenn Ihre Frage mit Ja oder Nein ist, stellt sie natürlich sofort die nicht zugelassene Frage, warum glauben Sie das? Und drittens, was haben Sozialarbeiter und der barmherzige Samariter gemeinsam, aber vielleicht auch, was trennt sie? Wollen Sie 5 Minuten mit Ihren Nachbarn darüber sprechen? Und dann mache ich weiter. Wer hat gesagt, oh ja, bitte aufstellen. Ah, Sie erkenne ich immer wieder an der Mütze, glaube ich. Gut, 5 Minuten knapp. Ja, danke.
Können wir weitermachen? Und haben Sie Antworten gefunden? Diejenigen, die gehen, haben keine gefunden. Und diejenigen, die hier bleiben? Ja, bitte. Da sind wir jetzt ein ganzes Stück weiter. Ja, bitte. Ja, bitte. Sie hatten sich noch gemeldet. Sie? Ja, recht herzlichen Dank. Oh, möchten Sie noch, bitte? Ja, ich glaube, damit habe ich diesen Einstieg für die nächsten Jahre gestrichen. Ja, weil es zeigt sich immer mehr, dass Sie die Figur, die in dieser Geschichte steckt, relativ schnell entlarvt haben und damit auf dem Stand sind, den wir auch in der Literatur finden. Also der eben schon zitierte C. Wolfgang Müller hat diese Geschichte aufgegriffen, weil in der Tat in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter immer wieder die Ursprungsszene der sozialen Arbeit vermeintlich erkannt wurde. Es gibt viele Literaturhinweise, die genau sich darauf auch beziehen. C.W. Müller hat sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, erstens, Sie haben das auch genannt, er kommt sehr zufällig vorbei. Zweitens, er kann nur helfen, weil er etwas besitzt. Und drittens, es ist eine nur in diesem Fall einmalige Hilfe, es ist ein Notfall und soziale Arbeit konstituiert sich eben als regelmäßiges Anliegen. Das war die Antwort auf die Fragen. Thomas Rauschenbach hat im Anschluss
an C. wie Müller Ihre Antwort dann auch gefunden, indem er gesagt hat, ja, der C. wie Müller hat recht, der barmherzige Samariter, das stimmt, der ist auf jeden Fall nicht der erste Sozialarbeiter und das Gleichnis bietet auch keine Hinweise auf eine Urszene der sozialen Arbeit, sondern illustriert allenfalls, und das haben Sie auch genannt, eine Form von Mitmenschlichkeit, von Humanität und von Nächstenliebe. Heute würde man sagen, von zivilgesellschaftlichem Engagement, vielleicht von Unterstützung noch. Und es gibt inzwischen ja auch viele andere Begriffe dafür, die dann immer mit der jeweiligen Raute auch verbunden werden und über eine Person im Augenblick vermeintlich ausgedrückt werden. Rauschenbach hat gesagt, ja, das stimmt, aber lassen Sie uns doch überlegen, ob nicht der Wirt im Grunde möglicherweise Hinweise uns präsentiert, die Bestandteile moderner sozialer Arbeit enthalten. Und er hat vier genannt. Zum einen arbeitet er nach Beauftragung, Sie haben das auch genannt, gegen Geld. Und gegen Geld ist er bereit zu beherbergen, zu versorgen und zu pflegen. Zweitens, er hat auch die ihm gehörenden Räume. Er ist vorbereitet, er hat die Ressourcen und die Accessoires, um auch Hilfsbedürftige neben Gästen zu beherbergen. Und drittens, auch wenn nicht bezogen auf entsprechende Fälle, aber er hat die Unterbringung, Bewirtung, die Unterstützung, eine soziale Dienstleistung zum Beruf gemacht. Er ist vorbereitet auch auf entsprechende Fälle und er lebt von der Versorgung, Fürsorge, Pflege von Menschen, die vorübergehend bei ihm untergebracht sind. Also die moderne soziale Arbeit, historisch gesehen, ist sie nicht zu identifizieren in christlichen Urszenen. Ich vermute mal, dass ähnliche Beispiele, ich weiß es, auch in den anderen Religionen, in den Geschichten, in den Narrationen zu finden sind, die ähnliche Gleichnisse, vergleichbare Interpretationen nahelegen. Die moderne soziale Arbeit, das wissen wir, entstand im 19. Jahrhundert. Bis dato, und wenn wir sprechen über Hilfsangebote der sozialen Arbeit und insbesondere über Hilfe als eine Interventionsform sprechen, werde ich da noch mal drauf zurückgehen. Soziale Arbeit entstand im ausgehenden 18. Sie verfestigte sich als Angebot dann im 19. Jahrhundert. Die Ursprünge waren eine enorm zugenommene Mobilität, im Kern eine offene Gesellschaft, trotz der Kleinstaatelei in Mitteleuropa. Es wurden keine Grenzen in Bezug auf den Zustrom geschlossen, sondern im Gegenteil Wanderungen von Ost nach West, von Westen noch weiter in den Westen, von dem Norden in den Süden und von den Süden auch in den Norden, die realisierten sich mit relativ offenen Grenzen. Ganz im Kontrast zu den Diskussionen, die wir gegenwärtig in Europa erleben. Und sie realisierten und wurden nicht gestoppt aus Beweggründen, die heute zwar auch diskutiert werden, aber die viele zu gefährlich erscheinen. Der Bedarf an Arbeitskräften hatte enorm zugenommen. Durch die Industrialisierung
den Übergang von kleineren Manufakturen in immer größere Betriebe, durch die städtischen Verdichtungen, durch die Zunahme auch an Arbeitskräftebedarf in den produzierenden Industrien, Kohle und Erz, wurde diese Mobilität unterstützt und zum Teil auch gefördert. Darüber entstanden enorme Inklusionsprozesse, Prozesse der Herstellung von Zugehörigkeit über Arbeit, aber auch Ausgrenzungsprozesse und Prozesse der Verelendung. Nicht alle fanden Zuflucht in Arbeit, nicht alle konnten diese Arbeit auch ihr Leben lang ausführen. Nicht überall entsprach die Entlohnung der geleisteten Arbeit dem Bedarf. Es kam in der Folge zu Armut, sowohl im Kindesalter, insbesondere auch bei Frauen, aber auch dann nach dem Ausstieg aus der Arbeitstätigkeit. Die Zunahme an sozialen Problemen rief eben auch eine Welle der Hilfe und der Unterstützung hervor. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen wurde die soziale Frage der Gesellschaft im 19. Jahrhundert diskutiert und mit unterschiedlichen Antworten dann konfrontiert. Eine erste Antwort in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand in den Sozialreformen. Sie bestand darin, dass die sozialen Absicherungssysteme sich langsam etablierten und die Unternehmen sich auch an diesem Absicherungssystem beteiligten, respektive eben der Staat auch an einigen Stellen mit ersten Sozialgesetzgebungen die soziale Frage zu einer politischen Frage machte. Zweitens, die Sorge um die nachwachsenden Generationen, das Mitleidsgefühl selbst, ließ eine bürgerliche Frauenbewegung entstehen, die religiös, teilweise auch arbeiterbewegt angehaucht war und ließ darüber hinaus arbeiterbewegte proletarische Organisationen der Hilfe und Unterstützung und der Aufnahme der sozialen Frage auch als eine politische begründen und drittens auch Formen der deutschen Jugendbewegung, die, wenn auch nicht im Kern oder zumindest am Rande, die soziale Frage diskutierten. Zentral hier ist aber im Grunde die bürgerliche und proletarische Frauenbewegung. Insbesondere bürgerliche Frauen unterstützt dann auch in den religiösen Gemeinschaften durch einige Männer, initiierten und realisierten dann auch die praktische Arbeit von ersten Unterstützungsorganisationen, Fürsorgeorganisationen, von Verbänden, von Vereinen, die heute als Wohlfahrtsverbände bekannt sind. Die Frauen übernahmen diese Arbeit auch, vielleicht mussten sie diese Arbeit auch als ihre eigenständige Arbeit übernehmen, weil sie weitgehend noch vom allgemeinen Berufsleben ausgeschlossen blieben. Ausgeschlossen blieben, obwohl im 19. Jahrhundert auch die Beteiligung von Frauen am Bildungssystem, wenn auch im überschaubaren Umfang, sukzessive zunahm. Sie waren zunehmend mehr gebildet. Gleichzeitig war der Ausschluss von der allgemeinen Berufstätigkeit aber weitgehend noch Alltag. Das Engagement im Sozialen, das Engagement für Kinder und Jugendliche, das bildet quasi die Verlängerung der eh schon mütterlich immer oder den Müttern zugeschriebenen
gesellschaftlichen Tätigkeit. Frauen, insbesondere mit wenigen Unterstützungen von der männlichen Seite, die initiierten Impulse in Bezug auf die Gründung von Unterstützungsorganisationen. Drittens, am Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere dann aber in der zweiten, sind erste Diskussionen zu erkennen, auch der sozialen Frage. Diskussionen dahingehend, dass es eine Aufgabe sein könnte, auch der Gesellschaft nicht nur der Bildung, dem Lernen, sondern auch der sozialen Unterstützung als Aufgabe zu stellen. Namen wie Mager, Nohl und viele andere, wenige andere am Anfang, später viele andere, die diskutierten, dass es neben dem Unterricht und der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht, neben der Pädagogik, die auf das Individuum sich orientiert, wünschenswert wäre, wenn in der Gesellschaft auch eine soziale Pädagogik vorherrschen würde, die sich zwar auch an den Einzelnen, vornehmlich aber an die Gestaltung des sozialen Gemeinwesens orientieren könnte. Das Aufwerfen der sozialen Frage, die Thematisierung von Armut, sozialer Ungleichheit, Ausgrenzung und Marginalisierung, das Gespräch über die Verwahrlosung, insbesondere der schulentlassenen Jugend, das Empfinden der Gesellschaft für familiale Kontexte, wo ein Aufwachsen in guter und gelungener Form nicht mehr möglich war, das wurde in diesen Schriften diskutiert und zum Thema erhoben. Und viertens kann man erkennen, dass marxistische und sozialwissenschaftliche politische Analysen dazu beitrugen, dass Fragen von Ungleichheit zu gesellschaftlichen Fragen wurden, die auch diskutiert wurden. Die Reaktion des Staates in Bezug auf diese revolutionären Initiativen lautete, dass die Verbesserung der allgemeinen sozialen Lage der arbeitenden Bevölkerung diese möglicherweise davon abhalten könnte, revolutionär sich zu betätigen und den Staat selbst umzustürzen, respektive auszuhebeln. Also das sind die vier Beweggründe, die im Grunde die Motive, die Intention, die soziale Arbeit am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer gesellschaftlichen Praxis werden ließen. In den Diskussionen und in den Handlungsfeldern, die darüber entstanden, können wir im Grunde zwei Strömungen ausmachen. Zum einen entstand eine Idee von Sozialpädagogik, die sich vornehmlich über Erziehung orientierte an Kinder und Jugendliche, die darauf adressierte, das Volk zu einem besseren Leben zu erziehen. Und ein zweiter Strang, der mündete zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Sozialarbeit und er hatte eher fürsorgerische, wohlfahrtsstaatlichere, rettungsgedankliche Intention. Da ging es um Unterstützung, um Hilfe, um Aufarbeitung und um Wiedereingliederung. Und an diesem Punkt werde ich dann in der nächsten Woche nochmal anknüpfen
Und ich wünsche Ihnen jetzt erst eine angenehme Woche noch. Tschüss.